Julian, noch fragen ganz kurz zur Geschichte. Eben, ich habe mir eben auch angeschaut, wie Hitler von nichts zum Führer wurde. Nein, ja. Eben nicht. Ja, aber das brauchen wir, glaube ich, gar nicht, gell? Eben, aber ich frage mich halt, wie kann, also Machtergreifung ab 1933 oder ist ein Eichhörnchen schon gerannt? Was? Ich möchte den ganzen Pulli rasieren am liebsten. Das sind so viele Haare einfach. Bitte. Oh ja. Oh, pflücken? Ja. Nice. Ich muss Geschichte lernen. Ich auch nicht. Ich wollte jetzt eigentlich einfach das Geschichtsbuch durchlesen. Das komplett. Echt? Also nicht das komplett. Dann kannst du dir das merken? So, wenn du das Geschichtsbuch einfach durchliest? Ja, wieso machst du das denn? Meine Schwester und ich haben gestern Plätzchen gebacken. Und da sind überall Toffifee drin. Okay, also ich lerne gerade noch ein bisschen Geschichte. Wir haben gerade Mittagspause und wir sind normalerweise im Oberstufenraum. Und lernen da oder so, aber das ist halt unglaublich laut. Deswegen sind wir jetzt gerade hier in so einem leeren Klassenzimmer einfach. Und wir sitzen jetzt gerade hier alleine. Ja, Lisa ist gerade mit mir hier und wir lernen gerade noch ein bisschen, beziehungsweise ich lerne. Sie hat eigentlich keine Klausur, aber ich habe gleich eine. Und genau, ich lerne noch gerade ein bisschen und dann schreiben wir gleich Geschichte. Also ich schreibe in 10 Minuten. Ha. Ah ja, und wir machen nachher noch einen Sport sogar Noten. Also wir machen heute Tanznoten. Heißt, wir müssen dann, also wir haben noch ein bisschen Zeit dann, um uns den Tanz nochmal einzuüben. Wir tanzen dann mit Ball. Ich habe sogar meinen Ball hier, ich habe den mit nach Hause genommen. Und dann müssen wir noch vortragen und das dann, ja, dann haben wir die Noten. Und ich hoffe, ich bin so froh einfach, wenn dieser Tag vorbei ist, weil ich muss unbedingt heute noch Rallye lernen und dann noch Englisch habe ich noch Freitag. Genau. Genau, ja. Das ist eigentlich alles. Das hat die meisten jetzt schon runter, oder? Ja, ich denke schon. Oh, ich zitter voll. Ich habe jetzt gerade eben Geo geschrieben und auch gerade in Sportnoten gemacht. Und es lief also jetzt ganz gut. Ich bin jetzt gerade raus aus Sport und Geschichte lief eigentlich echt richtig gut. Und Sport hat auch jetzt echt gut funktioniert. Also ich dachte eigentlich nicht, dass es gut funktioniert, weil wir haben noch nicht so oft geübt, was wir jetzt vorgetragen haben. Aber es lief echt richtig gut. Also ja, wir haben so einen Ball, haben wir so Noten gemacht und genau, ich bin happy. Ich wollte jetzt eigentlich noch Rallye lernen, aber ich bin so müde. Deswegen habe ich jetzt nur mir die Sachen durchgelesen und ich bin nicht ganz fertig. Aber ich werde jetzt noch alle Sachen eben durchschauen. Schauen eben, ob ich das habe, ob ich es verstanden habe, ob ich da Fragen habe. Aber wenn ich Fragen habe, dann werde ich morgen vielleicht die Lehrerin noch kontaktieren und die kann mir das dann erklären. Oder ich werde noch mit jemandem reden, der mit mir Rallye hat. Dann gehe ich duschen und gehe ich schlafen. Ich bin todmüde. Wir haben 10 Uhr. Ich bin so müde. Ja, ich könnte jetzt echt schlafen, aber ich werde wahrscheinlich so um 11, 12 so aus dem Bett sein. Ich lerne gerade für Rallye. Ich schreibe morgen Rallye. Und ich kann auch gar nichts, weil ich noch nicht gelernt habe. Also in der Schule habe ich ja nicht gefilmt, aber wir haben, ich und zwei aus meiner Stufe, wir haben gelernt für Rallye und haben halt währenddessen ein bisschen gequatscht und so. Und ich kann halt die Sachen noch nicht auswendig. Ich lerne die jetzt auswendig. Jetzt fange ich an. Das Ding ist aber, Rallye kann ich eigentlich schon. Ich habe da eigentlich schon ganz gutes Grundwissen. Es geht auch um die Kirche, also um den christlichen Glauben. Und da habe ich ja eigentlich auch schon ganz gute Kenntnisse. Es geht nur halt um ein paar, also es geht halt schon ein paar Sachen, die ich jetzt nicht weiß. Und die muss ich jetzt lernen. Und wir haben gerade 17.21 Uhr und ich werde jetzt, ja, mal so richtig anfangen. Kennst du das? Ich bin so ein bisschen nervös im Bauch. Also ich spüre schon irgendwie, okay, ach, morgen Rallye. Ja, genau. Aber ich muss auch noch Spanisch-Hausaufgaben machen. Also ich muss noch Spanisch machen, Rallye lernen. Und ich wollte hier endlich mal aufräumen, ey. Mein Zimmer sieht so schlimm aus. Aber gut.
Ich schlafe auch einfach viel zu wenig. Gut, aber man muss ja irgendwie alles hinkriegen. Ich mache jetzt kurz auf meinem Handy noch das LED-Licht an. Und dann sieht es hier auch gleich viel cooler aus. So. Ah ja, und was ich noch vergessen habe zu sagen ist, wir kriegen morgen schon die Sportnoten. Also meine Lehrerin hat jedem von uns eine E-Mail geschrieben, eben, dass wir halt morgen vor dem Lehrerzimmer unsere Note abholen können, wenn wir das wollen. Und ach, ich weiß, dass es gut gelaufen ist, weil sie hat gesagt, es ist sehr gut gewesen. Deswegen wird es auch sehr gut gewesen sein, aber keine Ahnung. Mal gucken. So, ich habe jetzt die Klassenarbeit geschrieben, also wir haben ja gerade Rallye geschrieben und es lief erstaunlich gut. Komischerweise kam die Hälfte von dem, was ich gelernt habe, gar nicht. So Leute, also ich melde mich jetzt mal von zu Hause. Ich weiß nicht, wo genau die Kamera vorhin abgebrochen ist, aber der Akku war auf jeden Fall, ja. Aber genau, ich habe Rallye hinter mich gebracht, ich bin sehr, sehr happy. Die Arbeit lief viel besser als erwartet. Ich hatte gestern echt Schiss, weil ich dachte so, irgendwie habe ich es nicht so richtig gelernt bekommen jetzt mit dem Zeitstress. Also ich hatte jetzt ja wirklich eigentlich nur einen Tag so, einen Abend und heute Morgen, um das richtig zu lernen. Weil ich hatte ja gestern auch noch Schule und habe ich gerade noch eine Arbeit geschrieben und so. Genau, ich bin auch heute nach Rallye schon nach Hause gegangen. Ja, ich hatte ein bisschen, sagen wir mal, Frauenprobleme. Genau, deswegen bin ich dann nach Rallye gegangen. Aber ich habe es durchgezogen und ich bin sehr froh. Sehr happy. Aber ihr seht schon im Hintergrund, meinen Schreibtisch habe ich auch nicht schon angemacht, weil ich werde jetzt gleich noch ein bisschen Englisch machen. Also wir haben da so Hörverstehensaufgaben bekommen, die wir halt üben können. Die werde ich jetzt machen und dann noch ein bisschen mir den Inhalt so anschauen. Aber wenn der morgige Tag geschafft ist, dann habe ich einfach eine Woche mit Klausuren hinter mir. Dann bin ich richtig, richtig happy. Ah ja, mir ist eingefallen, ich habe auch noch Sportnoten zurückbekommen. Also genau, und ich bin sehr glücklich. Ich habe nämlich 15 Punkte bekommen, also es ist eine 1 plus, wer das Punktesystem nicht kennt. In der Tanznote, also ich meine, okay, Tanz ist jetzt nicht wirklich Sport, so in dem Sinne, aber es war, wir haben uns eine Choreo überlegt und mit Handgeräten haben wir getanzt, das war gar nicht so easy. Ja, ich bin sehr stolz auf mich und dann werde ich jetzt mal ein bisschen Englisch machen. Warum ist mein Schrank immer offen? So, einmal. Kann ich eigentlich auch gerade Wäsche waschen? I can't decide whether you should live or die. Okay. Ich habe eigentlich einen Wäschekorb da, aber irgendwie landet doch immer alles auf dem Boden. Zwei Stunden später. Ich habe jetzt eine Hörverstehensaufgabe gemacht und ich werde jetzt noch eine machen. Inzwischen ist es schon dunkel draußen, weil ich dazwischen jetzt gerade eine Pause gemacht habe. I'm so sorry, wenn dieser Vlog einfach total messy ist und ich eigentlich immer nur am Lernen bin. Und so viel lernen, ich lerne nicht mal so viel, aber es sieht irgendwie so aus. Und wenn diese Woche vorbei ist, habe ich nur noch 4 Klausuren. Nur noch. Yay. Ja. Egal, ich fange jetzt mal an, weil sonst wird es nie was. Also. Timer stellen. Okay, Hörverstehen lief jetzt so semi-gut. Also das erste lief deutlich besser als das zweite jetzt. Ja, mal gucken. Aber ich habe jetzt richtig Hunger, deswegen werde ich mir jetzt Abendessen machen. Ich glaube, ich mache mir natürlich wieder so mein Schnitzel mit Reis. Ich bin momentan einfach auch zu faul, um mir Gemüse zu kochen, deswegen esse ich nur Reis und Schnitzel. Und ein bisschen Kartoffelsalat oder so. Blaubeer. Alter, ich muss aufhören. Wenn ich frustriert bin, dann lande ich auf TikTok. Und ich bin frustriert, weil ich Angst habe vor morgen, vor der Arbeit. Ich habe mir jetzt Englisch nicht durchgelesen, weil ich in der Vergangenheit oft das Problem hatte, dass wenn ich viel Inhalt lerne, viel Inhalt auch wiedergeben will in der Arbeit. Und da ich weiß, dass wir morgen nicht so viel Zeit haben werden für den Text, lese ich lieber weniger durch. Ich weiß, es klingt irgendwie dumm, aber da komme ich nicht in Versuchung, so viel zu schreiben, sondern nur die wichtigsten Sachen zu schreiben. Und das wäre gut. Eigentlich. Ach, ich weiß nicht. Musik.
Hey Leute, es ist inzwischen Samstag. Wir haben 15 Uhr und ich habe sage und schreibe nichts gemacht, außer YouTube zu schauen und meine Nägel mal wieder zu machen. Ja, ich habe gestern auch gar nicht gefilmt, habe ich gemerkt. Aber das Problem war einfach, dass gestern so viel los war irgendwie. Also ich hatte bis 13 Uhr gestern Schule, dann bin ich mit meiner Schwester ins Fitness gegangen. Nach dem Fitness war ich dann mit meinem Dad und meiner Schwester auch einkaufen. Dann musste ich sofort duschen, dann bin ich in die Jugend gegangen. Ich habe nichts gefilmt, ich kann ja vielleicht mal die Stories einblenden von gestern. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen, denn da bin ich eigentlich ziemlich aktiv momentan in den Stories. Also zeige ich euch eigentlich jeden Tag so, was ich mache und so. Genau. Ja, aber Englisch lief gestern, glaube ich, ganz gut. Also ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, aber man kann sich nie sicher sein. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, es war nicht schlecht. Ich muss hier ganz dringend aufräumen. Ich muss das Video natürlich schneiden. Ich muss aber ganz dringend auch noch lernen und Hausaufgaben machen. Oh, stimmt. Weil nächste Woche wird es auch wieder richtig, richtig stressig. Mit 3 Arbeiten und eine schreibe ich direkt am Montag. Und ich habe noch nichts dafür getan, deswegen. Es ist schon ein bisschen viel mehr später, aber egal. Ich habe bis jetzt immer nichts gemacht. Ich habe hier aufgeräumt wenigstens. Okay, da liegen immer noch Sachen rum, war jetzt echt klasse, aber halt. Ja, es ist ein bisschen ordentlicher geworden und ich werde jetzt wahrscheinlich immer noch ein bisschen nichts machen, weil einfach, keine Ahnung, ich einfach keine Motivation habe, sagen wir es mal so. Aber egal, ich schaue jetzt noch ein bisschen Netflix. Machen wir jetzt noch was zu essen. Und ich habe wenigstens hab ich noch Pakete etikettiert. Also ich auf Vinted verkaufe ich immer noch meine Klamotten, noch welche, die halt hochgeladen sind. Und ja, genau. Ich befasse mich morgen mit Musik. Ich will nicht. Oder doch? Oder soll ich es machen? Es ist entweder B-Dur oder G-Moll. Es ist G-Moll, okay. Ich habe gerade einen random Motivationsschub. Mal gucken, wie lange der andauert. Aber ich mache jetzt noch ein bisschen. Ich lerne jetzt noch ein bisschen. Das heißt, lernen. Ich mache noch ein paar Übungsaufgaben. Ja, mal gucken, wie es läuft, ne?